Was ist los? Ihm nach! Nehmt ihn fest! Gav! Wer ist da? Das ist ein Deserteur! Tötet ihn! Aus dem Weg! Du hast deine Wahl getroffen! Du bist erledigt! Stirb, Bastard! Ich glaube, das
Das hat mir mehr wehgetan. Tut mir leid, aber keine große Hilfe. Thank you.
mir deine Hand! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir, Clive! Ich hab dich. So. Was habe ich nochmal zu dir gesagt? Clive hätte nicht einen Riecher? Ich steck ihn eben überall rein. Ist eins meiner ewigen Laster. Aber ohne euch zwei hätte sich's ausgeschnüffelt. Danke. Wirklich. So, erzähl. Nun, ich weiß jetzt zumindest, wo euer Kollege ist. Gav, ich... Er ist mit Begleitung unterwegs in seine alte Heimat. Rosaria. Ihr hättet sehen sollen, was er mit den Kaiserlichen, die ihn aufhalten wollten, gemacht hat. Absolut kein Zweifel. Der Kerl ist ein Feuerdominus. Auf keinen Fall. Clive, ich hab gesehen, wie du dich in eine Esper verwandelt hast. Und ja... Vielleicht hast du auch den Phönix getötet. Aber da war noch jemand. Wer war dieser Kerl in der Robe? Ja, hab ihn auch gesehen. Das hast du nicht geträumt. Der war echt. Aber wer ist er? Das weiß ich leider auch nicht. Aber eins weiß ich. Du wirst bestimmt herausfinden, wer es ist. Sterben kannst du dann noch. Was? Du hast geschworen, deinen Bruder zu rächen. Und dass du nicht ruhst, bis du den Täter geschnappt hast. Also, finde erst raus, ob der Kerl es war. Sterben kannst du danach. Sid, ich... Nicht nötig. Danke, Gav. Danke, Gav. Schon gut, schon gut. Keine Zugvögel in diesem Jahr. Die Fäule hat ihre Nester verschlungen, fürchte ich. Die Zeit läuft uns davon. In 2 Tagen erreichen wir Rosaria. Dort, wo alles begann. Wir müssen ihn stoppen. Thank you.
Dann hat er eine riesige Feuersäule aus dem Boden gezaubert. Und das hast du gesehen, ja? Was? Glaubst du mir wieder nicht? Clive! Deine Freundin. Sie ist wach. Gut. Geh schon, du Feigling. So, Leute, es gibt Arbeit. Götz, komm mit. Jeff, und du lässt dich verarzten. Oh, sag's mir gerade heraus. Wie lange habe ich noch? Und? Eins nach dem anderen. Ich erzähl's dir später. Jill. Der Mokri ist lustig. Was will er uns wohl sagen? Sogar einen Mokri gibt es hier. Wer hätte gedacht, dass ich je ein zu Gesicht bekommen würde? In den Büchern, die mein Vater mir als Kind gegeben hatte, stand, dass Mokris tief in den Wäldern verborgen leben. Nektar heißt du also. Ich bin Clive. Scheint so. Das klingt in der Tat ziemlich frustrierend. Na, wen haben wir denn da? Zu viel Gill in der Tasche? Fertig? Aha. Ich werde deine Hilfe sicher noch öfter gebrauchen können, wenn es dir recht ist. Als Schreiner habe ich hier immer was zu tun. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Was willst du? Ist noch was? Sid will ein paar Tage mit mir raus, Vorräte besorgen. Und deswegen, Braucht ihr Proviant für zwei? Kriegst du sofort.
Der Mogri ist lustig. Das ist wegen Sid. Er hat den Verband zu fest angezogen. Kenneth wirkt Wunder in der Küche. Und nach einem harten Abend... Wir sind einfach zu wenige, um jeder Spur nachzugehen. Tung ist ja vielseitiger als gedacht. Guten Tag. Oder... Heute habe ich außergewöhnlichen Lesestoff für euch. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Ich hoffe, euer Wissensdurst ist gestillt. Tung ist ja vielseitiger als gedacht. Es sind ein halbes Dutzend. Ihre Betten sind bereit. Wir können jederzeit ausrücken. Repariere besser schnell das Geländer, bevor sich hier noch jemand ernsthaft wehtut. Du bist es. Es ist also wahr. Ja. Clive! Du lebst. Und du auch. Ich kann es kaum glauben. Fühlst du dich besser? Ja. Tarja hat mir alles erzählt. Ohne dich wäre ich tot. Ich hab dich erst nicht erkannt. Fast hätte ich. Wie kam es, dass du für sie gekämpft hast, Jer? Für die Eisernen. An jenem Tag, kurz nachdem das Phönixtor gefallen war, fielen sie ein. Rosaria war ohne Führung. In dem
Chaos haben die Eisernen unsere Schwäche gnadenlos ausgenutzt. Die Männer getötet und die Frauen gefangen. Sie brachten euch nach Eisenholm. Ich hatte gehofft, dass sie uns rasch erlösen. Doch ein Ende blieb mir verwehrt. Meine Kräfte erwachten und alles kam anders. Es ging alles so schnell. Uns hat man von einem gefangenen Dominus erzählt, den die Eisernen im Krieg einsetzen wollten. Ich stand vor der Wahl. Entweder ziehe ich für sie in die Schlacht oder schicke die Gefangenen in den Tod. Und uns nennen sie Monster. Was? Erzähl es mir, Clive. Was ist mit Joshua passiert? Ich war es. Ich habe ihn getötet. Nein, das kann nicht sein. Dazu wärst du niemals fähig. Es ist wahr. Sie ist wieder in mir erwacht. Kürzlich erst. Die zweite Esper des Feuers. Sie ist es gewesen. Clive. Wenn ich an die Nacht zurückdenke. Da war ein Mann. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt? Schwarzig. Wir haben dich gefunden. Was meinte er damit? Clive, lass uns zurückgehen zum Phönixtor. Ich will die Wahrheit herausfinden. Du doch auch. Willst du keine Gewissheit? Und wenn es tatsächlich wahr ist und du es wirklich getan hast, erfährst du es nicht allein. Jill, ich... In Ordnung. Aber erst musst du dich umziehen. Darf ich bitten, Eure Lordschaft? Wir wollen eure Sinne nicht überreizen. Sofort. Wir sehen uns nachher, Clive. Ich muss mich vorbereiten. Wir haben eine lange Reise vor uns. Ich komme, sobald ich mich angezogen habe, Clive. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst draußen bleiben? Deine Freundin muss sich hier umziehen. Ich repariere besser schnell das Geländer, bevor sich hier noch jemand ernsthaft wehtut. Es sind ein halbes Dutzend. Vielleicht. Die Betten sind bereit. Wir können jederzeit ausrücken. Ich brauche Hilfe. Und wobei? Meine Assistentin. Sie holt Bodenproben. Nur hätte sie längst zurück sein sollen. Es ist nicht auszudenken, was alles geschehen sein könnte. Bitte, ich flehe dich an. Siehst du bitte nach? Ich halte das nicht aus. Ist gut. Ich gehe. Meinen Dank. Wirklich. Das wirst du nicht bereuen, glaub mir. Wo soll ich denn suchen? Guldhorns Hof.
Er liegt am Rande von Kielbrück. Für eine unbegleitete Trägerin ist es gefährlich. Doch der Boden ist sensationell. Jetzt geh. Du musst dich beeilen. Es könnte schon zu spät sein. Das klingt nach Ärger. Dank dir zum Glück nur leicht. Hey, ich hab dich im Versteck gesehen. Du bist neu, oder? Ich heiße Clive. Und ich Martell. Aber was machst du hier? Dich suchen. Das hier ist eine gefährliche Gegend. Hab ich gemerkt. Aber irgendwer muss die Proben ja sammeln. Dann übernehme ich das für dich. Und du kehrst schon mal zurück. Nur müsstest du mir sagen, was genau du brauchst. Das würdest du für mich tun? Nach dem Schrecken eben sage ich ganz sicher nicht nein. Die Erde, die wir brauchen, ist sehr dunkel. Sie riecht markant und ist feuchter. Aha. Riecht also markant. Gut. Geh und beeil dich. Bohumil ist so besorgt, dass er sonst selbst nach dir suchen geht. Ach komm, das glaube ich nicht. Aber ich bin schon weg. Danke. Also dann fühle ich mal im Boden herum. Markant riechende feuchte Erde. Yeah.
Das sollte reichen. Zurück damit zum Versteck. Da bist du ja. Und? Hast du sie gefunden? Ja, da steht sie doch. Doch nicht sie! Die Erde! Hast du welche? Ja. Hier. Großartig! Als Martell mit leeren Händen ankam, war ich schockiert. Doch jetzt kann ich endlich weiterforschen. Zunächst kommen die Messungen. Ich muss genau wissen, wie viel Äther jede Probe enthält. Und dann kann ich... Es ging dir nur um die Proben? Es ging nicht um mich. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das Einzige, was ihn interessiert, ist die Forschung. Aber... Ist nicht tragisch. So ist er eben. Und ihm haben wir zu verdanken, dass hier überhaupt was wächst. Dafür sind wir ihm dankbar. Aber du solltest entschädigt werden. Sicher hat er dir nichts gegeben, oder? Oh. Hier. Ich weiß, es ist nicht viel, aber besser als nichts. Ich würde dir gerne auch Obst geben, aber es schmeckt noch nicht so gut. Also,
Falls du warten kannst, bis wir etwas Vorzeigbares haben, darfst du zuerst. So, jetzt kann ich weiter forschen. Sobald mein Dünger fertig ist. Was gäbe ich nicht für ein paar Nickelbeeren? Deine Wunden sind gut verheilt. Ah, du siehst schon wieder viel munterer aus. Das freut mich. Eine Sorge weniger. Ich mal lieber darauf. Wir könnten wirklich einen Übungsplatz gebrauchen. Clive, hast du dich gut eingelebt? Ich gewöhne mich langsam dran. Das freut mich zu hören. Ich hatte gehofft, dich dazu überreden zu können, mir wieder behilflich zu sein. Natürlich wirst du für deine Arbeit belohnt. Ist dir wohl üblich, wie ich bemerkt habe. Wir wollen besser sein als die, denen wir dienten. Nun, zur eigentlichen Aufgabe. Ich brauche ein paar helfende Hände, um einigen Gefährten ihre wohlverdiente Mahlzeit zu bringen. 3 Mahlzeiten für 3 emsige Gesellen. Was sagst du? Ich helfe gern. Wunderbar. Die 3 tummeln sich hier im Versteck und haben sicherlich schon sehr großen Hunger. Du findest einen beim Eingang, einen im Quartier und der 3. bewacht den Kerker. Danke nochmals, Clive. Wir können unsere Freunde nicht hungern lassen, oder? Es sind einfach zu wenige, um jeder Spur nachzugehen. Sid ist schon wieder aufgebrochen. Diesmal nach Rosaria, um ein paar Vorräte zu besorgen. Der sitzt auch niemals still. Das duftet aber lecker. Ist das für mich? Ist es. Grüße aus der Küche. Oh, vielen Dank. Diese Vögel sind sehr bedürftig. Sie nehmen es mir übel, wenn ich mich zum Chocomoppel verdrücke. Du musst viel zu tun haben. Ach, ich habe nie meine Ruhe. Ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich hier esse, so wie ich nach Stall stinke. Da vergeht noch allen der Appetit. Und für meine Lieblinge hier ist mir selbst die Zeit zum Waschen und Anziehen zu schade. Also, danke fürs Essen und richte Kenneth meine Grüße aus. Ich hatte Kenneth extra um was mit Ei gebeten. Ach, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. So schnell zurück? Lust auf ein weiteres Nickerchen da drin? Kenneth schickt mich. Er meinte, du hast Hunger. Gutes Gespür. Mein Magen knurrt so laut, da würden selbst Carls Reis ausnehmen. Der Dienst hier unten ist sicher nicht einfach. Nein. Aber manche Leute müssen eingesperrt werden und jemand muss auf sie aufpassen. Dank mir können andere ruhig schlafen und darauf bin ich ziemlich stolz. Bleib in Zukunft auf der richtigen Seite der Gitterstäbe, hörst du? Hättest mein Gesicht sehen sollen, als sie dich herbrachten. Na, zum Glück geht's dir besser. Hättest mein Gesicht sehen sollen, als sie dich herbrachten. Na, dir besser. Na,
Wem bist du denn in den Arsch gekrochen, um hier rauszukommen? Dem alten Wärter? Oder Sid höchst selbst? Es sind ein halbes Dutzend, vielleicht auch mehr. Ihre Betten sind bereit. Wir können jederzeit ausrücken. Ich repariere besser schnell das Geländer, bevor sich hier noch jemand... Habe ich dir nicht gesagt, du sollst draußen bleiben? Deine Freundin muss sich hier umziehen. Für ein paar Mickel wären. Kann ich dir helfen? Kenneth schickt mich. Ah, wunderbar. Hast du gehört? Unser Essen ist hier. Hast du immer noch keinen Appetit? Ist er krank? Ich fürchte ja. Diejenigen, die nicht mehr die volle Aufmerksamkeit eines Heilers benötigen, können sich hier ausruhen. Ich betreue die, die sich nicht selbst versorgen können, wodurch mir wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Aber zum Glück kann ich mich auf Kenneth verlassen. Ohne die Hilfe von guten Menschen wie ihm und dir wäre ich verloren. Dankeschön. Das sollten alle sein. Zurück zu Kenneth. Ich will dir nicht zur Last fallen. Ah, da bist du ja. Fertig? Wunderbar. Hier, deine Belohnung, wie vereinbart. Es ist wirklich besonders hier. Jeder hat seinen Platz. Darauf sind wir stolz, glaub mir. Aber es freut mich, das von dir zu hören. Natürlich hast auch du deinen Platz, wie du gerade gekonnt bewiesen hast. Und du wirst hier immer einen Platz haben, wenn du es wünschst. Danke für deine Worte. Nichts zu danken. Jeder von uns würde das bestätigen. In unsere kleine Gemeinschaft wirst du sicher noch viel einbringen. Was willst du hier? Mich verabschieden. Wir gehen. Gute Entscheidung. Besser als da draußen begraben zu liegen. Du hast dieser Frau viel zu verdanken, Junge. Ich weiß. Glaub mir. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Hab neue Ware, die du dir mal ansehen solltest. Ich hoffe, du hast es passend.
Na nun, geh schon. Und viel Glück. Ich sollte mich noch bei Garth bedanken. Ja? Und was darf sein? Das muss erstmal reichen. Kannst mir später danken. Sollte eine Weile halten. Kannst mir später danken. Ich werde deine Hilfe sicher noch öfter gebrauchen können, wenn es dir recht ist. Als Schreiner habe ich hier immer was zu tun. Sobald ich mich angezogen habe, Clive. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst draußen bleiben? Deine Freundin muss sich hier um. Du willst uns also echt verlassen? Wir haben noch etwas in Rosaria zu erledigen. Da kommen wohl Erinnerungen hoch, hm? Rosaria ist nicht mehr, was es war, Clive, seit die Kaiserlichen die Macht übernommen haben. Bei Schwierigkeiten besucht ihr am besten Marthas Rast und fragt nach der Wirtin. Eine alte Verbündete. Sagt, ihr kommt von Cid und sie wird euch helfen. Verstanden. Danke, Garth. Was täte ich ohne dich? Ach, ist doch nicht der Rede wert. Sowas versteht sich von selbst. Pass auf dich auf, hörst du? Oh, ich kann sowas nicht. Wo ist Cid, wenn man ihn braucht? Grüß ihn von mir, wenn er zurück ist. Werd ich. Danke fürs Warten. Bereit, Milady? Bereit. Rosaria.
Ganze 13 Jahre. Aber die Luft und der Duft der Wiesen haben sich nicht verändert. Du warst auch nie wieder hier? Ich konnte nicht. In der kaiserlichen Armee mussten wir Träger füreinander bürgen. Ich hätte nicht nur mein Leben riskiert. Raus durfte ich nur auf Befehl. Verstehe. Aber ich hatte auch Angst. Angst, zurückzukommen. Ich weiß. Aber nicht mehr. Dank dir. Lass uns weiter. Das auf dem Hügel muss Marthas Rast sein. Die Wirtin ist wohl eingeweiht. Auf alle Gäste wird das nicht zutreffen. Mein Brandmal könnte einigen ein Dorn im Auge sein. Falls jemand fragt, ich bin ein Trägersoldat und beschütze meine edle Herrin auf ihrer Reise.